Fast pünktlich zum Start in das neue Jahr 2020 möchte ich euch zeigen, welche Apps ich auf meinem iPhone verwende. Und vielleicht ist ja auch für den einen oder anderen von euch da eine neue App dabei. Wie gesagt, ich kann nicht auf alle eingehen, aber ich werde versuchen, so viele wie möglich für euch hier mit zu zeigen. Und als erstes einmal finde ich ganz wichtig, die Aufteilung auf meinem Startbildschirm. Und zwar ist es mir ganz wichtig, dass hier im unteren Bereich, also da, wo ich mit dem Daumen ganz gut hinkomme, dass da Apps sind, die ich extrem oft verwende. Und hier oben im oberen Bereich, das sind Apps, die ich nicht so oft verwende, die aber für mich wichtig sind, wo ich immer eine zweite Hand für brauche. Das heißt, ich versuche hier einfach aufzuteilen, was ist wichtig, das findet sich hier im unten linken Bereich, und was ist eher unwichtig, sage ich mal, Priorität 2, das ist hier im oberen Bereich zu finden. Und so könnt ihr erstmal euren Startbildschirm aufteilen. Was hier vielleicht als erstes interessant ist, ist einmal hier mein Bilderordner. Da ist natürlich Instagram, ViscoCam kann ich auch empfehlen, aber ich mache extrem viel mit Lightroom, bearbeite dort meine Bilder in der Regel. Das heißt, ich fotografiere die ganz normal und importiere die dann aus meinen Aufnahmen und gehe die dann entsprechend nach meinen Vorgaben und Effekten durch, wie mir das Ganze gefällt. Ich finde einfach bei Lightroom die Möglichkeit, das Ganze zu bearbeiten, sehr einfach und übersichtlich. Ihr könnt die App auch kostenlos ausprobieren und macht dann hier meine Einstellung und meine Bildbearbeitung so durch, bis ich es, sage ich mal, so habe, wie ich es mir vorstelle. Exportiere das Ganze wieder in die Fotos und lösche es hier aus Lightroom raus. Das ist im Prinzip mein Workflow hier mit Lightroom. Dann gibt es hier eine andere App, HUJI, Huji, die ich auch sehr gerne mag, weil die macht so ein bisschen Retro-Bilder. Ihr seht das hier. Hier ist zum Beispiel ein Bild bei meinen Eltern, was ich gemacht habe. Oder was haben wir hier noch Schickes? Ja, die Bilder sehen halt so ein bisschen aus wie von früher. So ein bisschen Retro-Style. Und die benutze ich auch sehr gerne ab und zu. Als nächstes eine App, die ich euch jetzt nicht komplett zeigen kann, aber die ich extrem oft verwende, die wirklich fast meine Number One App auf dem iPhone ist. Das ist 1Password. Hier sind alle meine Passwörter gespeichert. Dokumente, Verträge, Informationen, PIN, PUCs und hast du nicht gesehen, die ich alle immer dabei habe und immer brauche. Und seit der Umstellung auf 1Password, wo ich wirklich alles dort hinterlegt habe, ist mein Leben sehr viel einfacher geworden, weil ich wirklich dort alles finde, zu jeder Zeit, egal wo man gerade ist, kann ich darauf zugreifen. Auf jeden Fall von meiner Seite sehr empfehlenswert. Fast genauso oft genutzt ist die Home-App, wobei ich die in der Regel entweder wirklich mit einem Force-Touch verwende oder ich swipe hier unten runter, gehe dann auf Home und stelle entsprechend Szenen ein, beispielsweise jetzt hier im Büro oder auch zu Hause. Die benutze ich wirklich sehr, sehr oft. Genauso oft benutze ich daneben die Nuki-App. Das ist quasi hier das Schloss, was ich hier im Büro verwende. Dafür werde ich auch noch ein extra Video machen, wo ich alle meine HomeKit-fähigen Produkte zeige, die ich hier im Büro verwende, weil das alles fast automatisiert ist, bis auf Kleinigkeiten. Oder ich swipe hier rüber und habe dann hier die Nuki-Aktion, aufsperren, zusperren, lock and go, Tür öffnen und kann da sozusagen im Schnellzugriff drauf zugreifen. Hier in diesem Bildschirm habe ich entsprechend nur das Wetter, Waze, eine meiner nächsten Apps, die ich euch gleich vorstellen werde, und einmal, was ist gerade in den Trends auf Google, damit man so ein bisschen sieht, was gerade so los ist. Und kommen wir nämlich dann direkt zur nächsten App, und zwar Waze heißt die, und die findet ihr hier unten rechts. Da ist nämlich mein EK-Ordner, und im EK-Ordner habe ich fast alles drin, was natürlich mit meinem E-Auto, mit dem BMW i3S zu tun hat, zum Beispiel die Waze-App, und die verwende ich sehr, sehr gerne, um beispielsweise zu schauen, wie lange ich zum Kunden brauche, weil die Waze-App beispielsweise immer berechnet, wie viel Verkehr ist gerade. Das ist sozusagen wie so ein Crowdfunding-App. Alle, die Waze benutzen, teilen quasi ihre Informationen, wie lange sie von A nach B brauchen. Man kann Meldungen abgeben, dass man sagt, okay, ich bin hier gerade, es ist Stau oder hier gibt es eine Polizeikontrolle oder was auch immer. Das heißt, man kriegt immer real Informationen, und das Schöne ist, die App führt einen beispielsweise an Kreuzungen, wo richtig viel los ist, biegt die quasi vorher rechts ab in so ein Wohngebiet und dann wieder links, und man ist an der Kreuzung vorbei, während die anderen wie Google Maps beispielsweise das nicht immer so sauber hinbekommen, ist zumindest meine Erfahrung hier in Berlin. Die App Wimka, die ihr hier unten seht, die benutze ich auch extrem oft. Das ist quasi ein Fahrtenbuch, ein digitales Fahrtenbuch. Habe ich auch schon ein Video gemacht auf dem Joel Samay-Kanal, wo ich die vorgestellt habe. Dafür wird es auch bald ein Update-Video geben, weil ich die jetzt auch ein Jahr mitbenutzt habe. Das könnt ihr auf dem Joel Samay-Kanal nachschauen. Und wie gesagt, hier habt ihr alle Apps.
um irgendwo mit dem E-Auto zu laden, beziehungsweise die Connected App, wobei das nicht unbedingt meine favorisierte App ist, aber dazu an anderer Stelle mal mehr. Dann gibt es hier den Joker-Ordner. Hier sind ein paar sehr interessante Apps drin, zum Beispiel Fing benutze ich persönlich, um beispielsweise Netzwerke zu scannen, um zu sehen, welche Geräte sind dort angemeldet. Man kann die anpingen, man kann gucken, sind die online, sind die offline. Man kann sehen, was ist überhaupt in meinem Netzwerk los. Auch eine super App, die ich empfehlen kann, MacTracker benutze ich auch, um beispielsweise nachzuschauen, wie hoch kann man irgendeinen Mac aufrüsten. Dort sind alle Macs, die jemals rausgekommen sind, verzeichnet. Auch eine Top-App. Speedtest brauche ich natürlich auch überall, um zu gucken, ob das WLAN entsprechend schnell ist. Bria Mobile beispielsweise ist mein Voice-over-IP-Telefonanschluss, dass ich von überall aus mit meinem Festnetz telefonieren kann. Und dann gibt es hier noch Parcel und DHL-Paket, um beispielsweise zu wissen, wenn neue Rechner hier im Büro ankommen. Eine App, die ich auch schon bei den Joker Pros vorgestellt habe, die absolut mein Favorite ist, das ist die App TickTick. Und TickTick verwende ich für meine komplette To-Do-Verwaltung. Ich kann euch das hier mal zeigen. Das ist im Prinzip meine komplette To-Do-Verwaltung, was ihr hier seht. YouTube Prio, da ist quasi alles drin, was für YouTube wichtig ist, was ich abarbeiten will. YouTube Create, das ist ein Ordner, da sind ganz viele Unterordner drin von Videos, die ich produzieren will für die entsprechenden Themen. Goals 2020, da schreibe ich jedes Jahr 3 bis 5 Ziele hin, weil man im Laufe der Monate oder im Laufe des Jahres vergisst, was man sich eigentlich vorgenommen hat. Und die trage ich da ein und jeden Monat kriege ich eine Erinnerung, dass diese Ziele gesetzt sind. Heute ist, denke ich, klar, da kommt alles rein, was ich heute erledigen will. Alina und Jojo, das ist eine Liste für Alina und mich. Terminiert ist alles, was wiederholend ist, was regelmäßig kommt. Vlog sind alle To-Dos für den Vlog. Joker, alles, was hier mit meinem Büro, mit meiner Selbstständigkeit in Berlin zu tun hat. Joker Ninjas, das sind freie Mitarbeiter, die für mich arbeiten, als auch meine Mitarbeiter hier im Büro. Joker Pro, denke ich, kennt der ein oder andere von euch. Projekte sind außer hausmäßige Projekte. Cash Offen ist, wo ich Geld verliehen, ausgeliehen, wie auch immer habe. Income Streams, da habe ich alle Streams eingetragen, wo Geld quasi reinkommt, damit ich immer weiß, okay, die und die Bereiche, da muss ich Rechnungen stellen regelmäßig und da kommt das rein, dass ich da den Überblick habe. Keep in Mind sind einfach, da packe ich manchmal Seiten rein, die mich interessieren, die ich später mal lesen will. Irgendwann sind alles so Ziele, wenn man sagt, okay, ich will vielleicht mal Italienisch lernen oder Französisch oder will da und dahin fahren und den Kurs machen. Das landet bei mir in irgendwann. Also TickTick kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ja, dann habe ich 2 E-Mail-Programme, die ich benutze, nämlich einmal hier unten Spark, wie ihr seht. Spark benutze ich beispielsweise für meinen ganzen privaten E-Mail-Kram, ist hier unten in der Ecke. Dann habe ich hier auf der anderen Seite Mail, da seht ihr, geht es richtig ab, wobei da auch noch eine Pop-E-Mail-Adresse drin ist, eine alte, die ich früher für meine Firma verwendet habe, wo noch viele wichtige Mails drin sind. Die beiden habe ich hier im Einsatz, wobei ich ein Mega-Fan von Spark bin, weil man einfach sehr viele Dinge damit machen kann, zum Beispiel auf Wiedervorlage legen, später versenden, E-Mails, Zuweisungen und so weiter. Solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen, ist eine wirklich Top-App für das E-Mail-Thema. Ja, ich würde sagen, damit kommen wir direkt schon zur zweiten Seite und hier wird es so ein bisschen, sage ich mal, rumpeliger, weil die ist nicht so wirklich super wichtig für mich. Hier oben ist Health, da habe ich Nike Run Club, da können wir mal ganz kurz reinschauen, wie es aussieht in unserer Nike Running Liste, die wir auf dem Joel Saatmann Kanal machen. Wenn wir hier mal reingehen und die haben schon wieder aktualisiert, Bestenliste, dann wird es für mich sehr, sehr hart aussehen, weil wir sind hier, glaube ich, 600 Leute drin. Ich bin auf Platz 78. Retouch, auch eine App, die ich oft verwende, die sehr cool ist, ist eigentlich kostenpflichtig, aber die ist sehr, sehr cool, weil man kann damit wirklich Dinge ausradieren. Das heißt, wenn ihr irgendein Bild gemacht habt und irgendein störendes Element ist da drin, dann kann man das entfernen, wie ihr das auch hier in der Übersicht seht. Einfach markieren und das Ganze wird rausgenommen. Funktioniert wirklich bei den meisten Bildern richtig cool, müsst ihr euch mal anschauen. Stamp ist auch eine App, die ich sehr oft verwende, weil ich mich nicht entscheiden kann zwischen Apple Music und Spotify. Ich probiere immer noch, ich benutze beides und ja, diese App macht es möglich, Listen beispielsweise zu synchronisieren, weil ich habe ja meine Listening Now Playlist, die könnt ihr euch auch anhören, packe ich euch unten in die Beschreibung auf Spotify und Apple Music, da packe ich die Musik rein, die ich gerade so höre. Ich kann euch schon vorher sagen, es ist in der Regel Hip-Hop und Rap, sehr, sehr viel. Damit kann man die synchronisieren, das heißt, wenn man mal umsteigen will oder so, wird einfach alles hin und her synchronisiert, sofern es verfügbar ist. Buddy, die App, verwende ich beispielsweise, um meine ganzen Ein- und Ausgaben zu tracken, vorzugsweise privat, weil geschäftlich mache ich das anders. Das hier ist die App, wo ich privat alle meine Ausgaben und Einnahmen checke
damit ich entsprechend weiß, was wir noch kaufen müssen, was wir ausgegeben haben und ja, wofür wir Geld ausgegeben haben, sage ich mal, für Essen etc. Kaya ist eine App, wo beispielsweise meine ganze Post, die zu Hause ankommt, direkt digitalisiert wird. Das heißt, die geht direkt an Kaya, die digitalisieren das für mich, schicken mir das Ganze hier in die App zu. Ich kann entscheiden, ob ich das Original brauche oder ob ich das einfach nur runterlade oder direkt darauf reagiere, weil ich einfach nicht mag, wenn ich nach Hause komme, noch Briefe zu öffnen, die abzuheften, irgendwo hinzulegen. Hier habe ich das alles in der App, kann das in meine digitale Ablage legen und das Thema ist durch. Jo, dann haben wir hier Spotify natürlich auf der zweiten Seite im Moment, weil im Moment bin ich auf Apple Music am Start. Hier gibt es die Datei EXIF, die benutze ich extrem oft, um beispielsweise Informationen aus Bildern auszulesen, weil die einem Informationen geben kann, wie zum Beispiel auch diese andere App, die ihr neben seht, Metapho. Mit Metapho könnt ihr nachschauen, welche Fotos beispielsweise im Nachtmodus, ist, denke ich mal, relativ einfach, aber welche beispielsweise mit Deep Fusion aufgenommen wurden, weil sonst kann man das nicht wirklich sehen. Ihr seht, hier steht Night Mode, da würde dann quasi Deep Fusion stehen. Die App habe ich öfters drauf, einfach zu sehen, welche Bilder sind mit Deep Fusion aufgenommen, welche nicht. Von Apples Seiten kann man das leider nicht sehen. Die nächste App kann ich euch vom Inhalt nicht zeigen, das ist Splitwise. Die benutze ich beispielsweise, wenn ich Menschen Geld geliehen habe oder Menschen mir Geld geliehen haben, dass man das sehen kann. Das heißt, man geht zu einem Essen oder so, dann kann man dort Listen führen, einfach eintragen, was ich, der schulde mir noch so und so viel, beim nächsten Mal zahle ich. Dann kann man das immer ausgleichen und hat da immer einen Stand der Dinge, was es an Außenständen noch gibt oder was man noch bekommt beispielsweise. Auf meinem dritten Bildschirm sind eigentlich nur Apps, die ich gerade ausprobiere oder die super unwichtig sind. Ab und zu höre ich mal Musik auf Soundcloud, Mehrwertsteuerrechner für unterwegs habe ich am Start. Sleep Cycle zum Beispiel benutze ich fast gar nicht mehr, weil ich mein Telefon inzwischen vorne beim Eingang liegen lasse mit dem iPhone und alles nur noch über den HomePod regle, was jetzt Wecker angeht und Informationen angeht. Das heißt, das iPhone ist im Prinzip im Schlafzimmer nicht mehr am Start, sondern liegt alles am Eingang. Alle Apps, die ich hier heute vorgestellt habe, findet ihr auch nochmal unten in der Beschreibung mit einem entsprechenden Link, wo ihr es direkt herunterladen könnt. Wenn ihr neu dabei seid, freue ich mich natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und einen Daumen hoch da lasst. An dieser Stelle möchte ich dieses What's on my iPhone 2020 beenden. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.